Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal, ich bin der Guardian und heute zeige ich euch ein Let's Play zur ersten Mission von HeroQuest mit der App. Viel Spaß mit dem Video. So, ich habe das Gummi schon mal entfernt. Wer mein letztes Video gesehen hat, weiß, dass das ein Feldherr-Haltegummi ist, weil ich mir die Feldherr-Inlays besorgt habe. Und irgendeiner hatte, glaube ich, geschrieben, boah, dass die Box immer so groß wird. Und das ist sie natürlich jetzt auch. Das ist natürlich ganz schön dick geworden. Sieht man hier, das sind ja fast 8 cm. Ich zeige euch aber mal, warum. Und zwar habe ich natürlich hier die Stretch Goals mit drin. Ich weiß nicht, ob das beim letzten Video richtig rübergekommen ist. Das sind hier die 3 Questbooks, das Overlay und dementsprechend hier dieser ganze Einsatz. Der ist auch ziemlich dick. Er ist auch gut so 5-6 cm dick. Oh, da fallen mir die Karten raus. Und den nehme ich jetzt mal und pack den Karton noch einmal mit dem, was eigentlich in dem Hauptspiel und den beiden Erweiterungen drin ist. Und man sieht auch schon, das Ganze sieht ein bisschen anders aus. Passt jetzt ja schon viel besser. Das einzige bisschen ist hier das Spielbrett und die Bücher, die dann ein bisschen höher sind. Nicht kaputt machen. So, und dann sieht das Ganze schon ganz attraktiv aus. Ich denke, so lässt sich das ordentlich wegsortieren. Die Stretch Goals haben eh nur die Leute, die das Ding aus Amerika bestellt haben. Das wird hier in Deutschland nicht erscheinen, gehe ich nicht davon aus. Das ist quasi das i-Tüpfelchen, was man bekommt, wenn man beim Crowdfunding mitgemacht hat. Und noch viel frecher ist, dass die nur 149 Dollar, also umgerechnet 132 Euro für alles bezahlt haben. Für mich war es natürlich ein bisschen teurer, um das zu importieren, ist aber, glaube ich, in meinen ersten Videos klar geworden. Wollen wir nicht weiter rumweinen. Das hat sich für mich auf jeden Fall gelohnt. Ich bin zufrieden. Ich bin großer Fan von dem Spiel. Ich habe das Originalspiel. Und jetzt fangen wir mal an, aufzubauen. So, das Spielbrett. Wenn ihr mit der App spielt, solltet ihr das Spielbrett immer so ausrichten, dass rechts, quasi vom Tablet aus gesehen oder vom Handy aus gesehen, rechts der Rand ist. Denn so wird das Spielfeld auch in der App angezeigt. Sonst, ne, probiert das lieber nicht. Das dauert zu lange. So, das ist jetzt das erste Mal, dass ich quasi mein Spielfeld aus dieser Box aufbaue. Also mit dem neuen Feld, Herr Inlay. Und ich stoppe mal die Zeit. Aber für euch pausiere ich das Video. Wir sehen uns gleich wieder. Die Karten. Einmal die Schatzkarten. Die brauchen wir am häufigsten. Dann haben wir die Monsterkarten, die werden wir hier nicht brauchen, weil wir mit der App spielen. Dann haben wir unsere Ausrüstungskarten. Dann brauchen wir die Zauberkarten, die kommen aber erst, wenn wir die Helden ausgewählt haben. Vielleicht brauchen wir die auch gar nicht. Dann haben wir noch die Artefaktkarten, die kann man sich zur Seite legen. Man weiß ja nie, was für ein Artefakt man bekommt, gerade wenn man in der App spielt und die Quests nicht auswendig kennt, dann weiß man sowieso nicht, was man bekommt. Dann haben wir hier noch diese 4 Hero-Quest-Karten. Die sind nun mal für die Helden. Hier stehen nochmal die Aktionen und das Movement drauf. Nur zur Info, falls man sich nicht mehr ganz sicher ist. Ich denke mal, nach den ersten 2 Runden braucht man das auch nicht mehr. Ich habe sie auf Englisch. So, und dann kommen wir zu den Heldenkarten. Die lege ich jetzt gleich einmal aus. Wie ihr seht, da sind auch noch ein paar Zaubersprüche drin für Druide, Barde und so weiter. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Ich habe die Helden vorbereitet. Barbar, Zwerg, Elf, Zauberer. Wie gesagt, ich habe ja die Stretch Goals, deswegen ist Mentor auch als Zauberer dabei. Dann alle Helden in weiblich und männlich, außer die 3 Neuen. Die gibt es dann nur in einer Form. Warlock, Druide, auch weiblich, und den Barden als Ork. Obwohl, Warlock könnte auch eine Elfe sein mit den spitzen Ohren. Weiß ich nicht. So, die 3 Neuen haben alle ihren eigenen Zauberkartenstapel.
und dementsprechend auch neues Equipment dabei gehabt. Der Warlock hat einen, sagt man, die Warlock? Die Warlock hat einen Wand, also einen Zauberstab. Die Druidin kommt auch mit einem Dolch und der Barde hat ein Rapier, ein Rapier. Der darf auch gleich von Anfang an schon diagonal angreifen. Das ist, glaube ich, der einzige Held, der das kann. So, ich mache jetzt einmal das Video auf Pause und starte die App. So, das Spielbrett. Wenn ihr mit der App spielt, solltet ihr das Spielbrett immer so ausrichten, dass rechts, quasi vom Tablet aus gesehen oder vom Handy aus gesehen, rechts der Rand ist. Denn so wird das Spielfeld auch in der App angezeigt. Sonst, ne, probiert das lieber nicht. Das dauert zu lange. So, das ist jetzt das erste Mal, dass ich quasi mein Spielfeld aus dieser Box aufbaue, also mit dem neuen Feld, Herr Inlay. Und ich stoppe mal die Zeit, aber für euch pausiere ich das Video. Wir sehen uns gleich wieder. Die Karten, einmal die Schatzkarten, die brauchen wir am häufigsten. So, ich starte die App über BlueStacks auf dem Laptop. Das ist einfacher für mich zum Bedienen. Und normalerweise würde man die ja auf einem Tablet oder einem Handy wahrscheinlich machen oder auf dem Laptop nebenbei. Aber da ich ja auch mein Gerät zum Filmen brauche, versteht sich das, hoffe ich. Ich starte die App. Es gibt mittlerweile Version 1.3. Und in dieser 1.3 hat man jetzt den Landscape Mode. Dementsprechend kann man das jetzt auch längs auf dem Tablet anzeigen. Das finde ich sehr gut. Hochkant war das irgendwie. Ha, also es ging auch auf dem Handy. Und wow. Die Musik ist wieder hammerlaut auf meinen Ohren. Ich glaube, im Video hört man das nicht so stark. Ich zeige euch das noch einmal. Ich mach mal lauter hier. Das ist die Hintergrundmusik von der App. Ich mache die mal wieder leiser. So. Und dann, ja, lasse ich die App jetzt am Anfang, während ich die Einstellung vornehme, nochmal groß. Und gehen wir mal rein. So. Dann gehe ich hier auf eine neue Mission. Wähle neue Helden aus. So, wichtig ist jetzt, wenn ihr das erste Mal eure Charaktere erstellt, gebt die Charaktere in der Reihenfolge ein, in der ihr spielen wollt. Also wenn der Barbar immer zuerst dran sein soll, solltet ihr den als erstes wählen oder andersrum halt. Wenn ihr dann euer Spiel fortführt, wäre es auch von Vorteil, euch wieder so hinzusetzen, dass das passt, da das einfacher nachzuvollziehen ist, wer an der Reihe ist. Die App, die sagt jetzt nicht, nein, du hast jetzt schon zwei Aktionen gemacht und darfst nicht mehr. Du kannst quasi, wenn irgendwas nicht funktioniert hat richtig oder man sich vertan hat, kann man das auch alles rückgängig machen und dementsprechend wird das nicht mitgetriggert. Und meine Gruppe besteht aus dem Barbaren. Wenn ich jetzt den weiblichen Barbaren spielen wollte, würde ich jetzt hier rüber switchen, dann ändert sich auch das Bild. Ich möchte aber den Muggyman haben. So, dann drückt man auf das nächste Plus. Dann möchte ich aber gerne den weiblichen Zwerg haben. So. Zauberer ist immer gut. Da nehme ich natürlich das Mentor-Modell. Wenn man es schon hat, dann soll man das wieder auch nutzen. Und ein neuer Charakter, den Barde. Der ist nämlich ein ziemlich guter Heilzauberer. Und drücke hier auf Fertig. Der Name meiner Gruppe: Dark Guardians. Okay. Und speichern. So, ich habe gesagt, ich spiele mit euch die erste Quest. Ich will ja die anderen Quests auch nicht spoilern. Außerdem erobert man ja im Laufe des Spiels Ausrüstung. Und wenn ich jetzt irgendwo mittendrin anfange, wäre das eventuell etwas schwierig, da ich ja nur die normale Startausrüstung habe. Und die Chaoskrieger sind schon ziemlich heftig am Anfang. Ich glaube, die haben drei Lebenspunkte und da können die Helden noch nicht so gegen ankommen. Zumindest habe ich die Erfahrung gemacht. Ich drücke auf OK, kann mir hier jetzt Mentors Grüße anhören oder die Quest meiner Wahl starten. Vorher gehe ich aber noch einmal in die Einstellungen. Hier könnt ihr die Musiklautstärke runterregeln, Effektlautstärke, die Stimmen, also die App redet auch mit euch. Ihr könnt hier das Tablet-Querformat, also das Landscape-Mode einstellen und unbewegliches Mobiliar. Das heißt, wenn das auf
also so eingestellt ist wie jetzt, kann man nicht über Tische und Stühle hinweglaufen. Die sind als Blockade im Raum. Wenn ihr das aktiviert, könnt ihr auch über Tische laufen. Ist nur immer auf dem Spielfeld schwierig, die Modelle dann da drauf zu stellen. So, hier unten gibt es noch die Sprachauswahl. Die ist in diesen 5 Sprachen erhältlich. Und ihr könnt Erste Hilfe wieder zurücksetzen. Oder Tutorial starten. So, das ist das Menü. Mentos Grüße, wir gucken uns das kurz an. Er liest es auf Englisch vor. Der Text hier ist allerdings wieder auf Deutsch, während es auf einigen Kartenrücken auf Englisch ist. Okay, man kann das hochscrollen hier noch und dann startet man. Fortfahren. Die Grüße werden abgehakt und ich starte die Bewährung. Er spricht es wieder, also er liest es vor auf Englisch. Das mache ich jetzt einmal auf Deutsch. Ihr habt schnell gelernt, meine Freunde. Nun ist die Zeit für eure erste große Bewährung gekommen. Zunächst müsst ihr die Katakomben betreten, in denen Fellmark-Sarkophag aufgebahrt ist. Ihr müsst Verak, einen widerlichen Gargoyle, der sich in den Katakomben versteckt, aufspüren und besiegen. Diese Aufgabe ist nicht leicht und nur wenn ihr zusammenarbeitet, könnt ihr überleben. Dies ist euer erster Schritt auf dem Weg zum wahren Heroen. Lasst Vorsicht walten, meine Freunde. Und hier steht wieder Heroen. Sehr witzig, dass sie das übernommen haben. Ich dachte, die haben das jetzt alles in Helden umgeändert. Ich finde diesen Begriff Heroen doch irgendwie altertümlich. Aber vielleicht ist das für die Nostalgier unter uns noch so ein kleines Extra. Gut, ich drücke auf Fortfahren und die App startet. Ich soll bestimmte Dinge platzieren. Dafür pausiere ich kurz und stelle das Video richtig ein. So, da wir uns hier in der linken Ecke befinden, werde ich jetzt hier mal aufbauen. Das mache ich jetzt so. Später werde ich das dann immer mal pausieren, damit das dann schneller geht, auch im Video. Und genau, ich habe es ein bisschen größer gezogen, damit ihr es besser sehen könnt. Die Qualität ist irgendwie nicht ganz so cool, warum auch immer, es sollte eigentlich HD sein, aber das liegt vielleicht auch daran, dass ich hier jetzt von oben drauf filme. Okay, machen wir weiter. Ich bestätige das und soll die Helden hinstellen. Das tue ich dann mal. Ah, bevor wir das tun, wir haben die Zaubersprüche noch nicht gewählt, ich habe mir das vorab schon ausgesucht. Der Zauberer soll die Feuerzauber, die Erdzauber und die Luftzauber haben, da die Wasserzauber hauptsächlich Heilung sind und der Bade eigentlich relativ gut heilt. Und ich bereite meine Helden einmal vor. So, hier noch einmal zum Reinschauen. Ich habe den Helden die Startausrüstung gegeben. Der Barbar hat das Breitschwert, der Zwerg hat ein Kurzschwert, der Magier hat einen Dolch und der Bade hat das Rapier oder den Rapier. Und die Zaubersprüche habe ich dort neben positioniert. Wenn man mit dem Elfen spielt, der Elf hat auch ein Kurzschwert, es ist aber nur eine Kurzschwertkarte drin. Und wenn ich mit dem Baden anstatt des Zauberers spiele, also Elf und Bade, könnte ich rein theoretisch auch mehrere Schilde und mehrere Helme benutzen. Und in dem Grundstack sind nur 3 Helme und Schilde drin. Also das haut nicht so ganz hin mit den Karten. Ich weiß nicht, warum sie es dann eh mehrfach reingepackt haben, dann hätte auch von jeder Waffenkarte eine gelangt und man hätte sich einfach notiert, was man hat. So, ich schiebe das Bild wieder richtig hin. So, ich habe die Helden positioniert und jetzt muss ich in der App das bestätigen. Das werde ich jetzt nicht mehr alles kommentieren. Ich werde noch gleich was zu den Wegunterbrechungen, zu den Felswänden sagen. Kommen wir gleich zu. So, jetzt kommt erstmal nochmal die Einleitung hier. Finde und besiege Verak, einen grässlichen Gargoyle, der sich in den Katakomben sein Unwesen treibt. Okay, das ist die erste Mission. In diesem ersten Abenteuer gibt es keine Geheimtüren oder Fallen. Das ist auch deaktiviert, also man kann auch nicht danach suchen. Okay, und nach dem Sieg über Verak müssen die Helden, hier heißt es jetzt wieder Helden, zur Treppe zurückkehren, um das Abenteuer zu beenden. Okay. Das könnt ihr auch hier oben nochmal nachlesen. Da ist so ein Button. Und hier könnt ihr auch Geheimtipps kriegen, falls ihr euch verrennt oder irgendeinen Geheimgang nicht wiederfindet.
oder überhaupt nicht findet. Okay, ich starte mit dem Barbaren. Dafür muss ich jetzt natürlich ganz normal würfeln. Der Barbar hat eine 9. Ich bewege ihn 1, 2, 3 und komme an die Tür. So, das ist noch so ein Problem. Das ist seit dem letzten Update in der App hier auf dem Computer, auf dem Handy bzw. Tablet geht es gut. Sobald ich zeige es gleich nochmal, Tür öffnen, ja, muss ich natürlich erstmal wieder alles hinstellen. Genau, und das ist das, was ich noch ansprechen wollte. Es ist super schlecht zu sehen. Hier ist der Token, man sieht es nicht. Auch in der Realität sieht es so aus. Also es sieht fast aus wie eine Kachel vom Steinbrett und ich habe mir 3D-Files besorgt, damit ich das drucken lassen kann, damit ich da richtige Wände habe, die ich dann hinstellen kann. Das wertet das Ganze irgendwie noch ein bisschen auf. Vielleicht kriege ich es ja auch mal irgendwann hin, mir einen 3D-Dungeon zu bauen. Schauen wir mal. Gut. Ich habe das Steinteil markiert, platziert. Genau, eine Tür noch dazu. So. Und diese Tür wird ausgetauscht gegen eine offene. Dann kann ich den Barbaren hier vorsetzen. Das wäre 4. Und dann gehe ich mal nach rechts weiter. So. 4, 5, 6, 7. Bis dahin möchte ich. Ich möchte auch diese Tür öffnen. Oh, hier kommt ein bisschen mehr zum Tragen. So, da kommt das Regal reingeflogen. Genau. Und es kommen auch noch zwei Monster. Es sind zwei Orks. So, in Zukunft werde ich jetzt, wie gesagt, die Räume komplett aufbauen. Ich werde nicht jedes Mal klicken. Ihr seht dann quasi, ich öffne die Tür und danach seht ihr, wie der Raum aussieht. Weil die App baut immer erst die Möbel, dann die Kreaturen auf und wie gerade eben ja auch manchmal erst einen Stein und dann eine Tür. Und das dauert dann alles so lange. Das müsst ihr ja nicht alles mit angucken, das seht ihr dann ja selber. Okay, ich bestätige das Ganze. Ich bin jetzt 8 Schritte gelaufen. Ich hatte 9. Das heißt, ich könnte jetzt noch in den Raum eintreten. Das mache ich jetzt auch noch. Und jetzt zeige ich euch noch einmal, was ich gerade meinte mit der App. Sobald ich auf die App klicke, bewegt sich der Schirm. Wenn ich nach oben gehe, bewegt der Schirm sich nach oben. Wenn ich nach unten gehe, bewegt er sich nach unten. Ich kann das nicht kontrollieren. Und das ist natürlich super blöd, wenn man jetzt hier nur einen Schritt reingehen will. Muss man im richtigen Moment loslassen oder auch nicht. Ne? So, jetzt muss ich den nochmal zurückgehen. Gut, dann wähle ich den nächsten Helden aus. Der Zwerg hat eine 5. So. 1, 2, 3, 4, 5. Weiter geht es für den Zwerg nicht. So, dann der Zauberer. Ich könnte jetzt natürlich auch mit denen, weil ich weiß, ich komme nicht an, dort nach Schätzen suchen. Das tue ich aber nicht. Denn wenn ich jetzt ein streunendes Monster erwecke, dann könnte das ziemlich ärgerlich werden. Ich weiß auch nicht, was hier streunende Monster sind. Das weiß normalerweise ja nur der Dungeon Master bzw. der Meister. Na gut, auf jeden Fall wäre dann der Zauberer dran. Der Zauberer hat eine 3. 1, 2, 3. So, und zu guter Letzt der Barde. Der hat auch nur eine 3. Dann schließt er sich den Zauberer wohl an. Da muss der arme Barbar jetzt wohl alleine mit den Orks fertig werden, weil die Kollegen aus der Gruppe einfach zu langsam sind. Ich habe alle Helden durch. Ich starte Zargons Zug. Ich werde nochmal gefragt, ob ich das möchte. Ja. Und der erste Ork greift an. Ich muss ihn nach vorne bewegen und ihn neu platzieren. Und er greift an. Mit einem Schädel. So. Standardmäßig haben alle Helden 2 Verteidigung. Ich habe kein Schild. Das heißt, ich bekomme einen Schaden.
das kann ich jetzt hier nach dem Kampf, zeige ich euch sofort. Der zweite greift auch noch an. Wieder ein Hit. Ich habe wieder kein Schild gewürfelt. Das heißt, ich bekomme insgesamt 2 Schaden und kann jetzt hier in dem Heldenbogen tatsächlich das auch direkt auf den Helden anwenden. Es ist natürlich einfach, das auf einem Zettel zu notieren, dass sich das wahrscheinlich öfter mal ändert. Aber es besteht die Möglichkeit. Man kann hier auch noch einen Heldennamen eingeben. Also, ne? Das geht alles. So, der Barbar ist dran. Ja, der bewegt sich natürlich jetzt nicht mehr. Der greift jetzt direkt den ersten Ork an. Und zwar mit dem Barbarenschwert, wollte ich gerade sagen, mit dem Breitschwert hat er 3 Würfel. Und ich mache nicht einen Totenschädel. Gut, dann kriegt der Barbar Panik und flieht 5 Felder. 1, 2, 3, 4. Weiter geht nicht, denn da steht der Zwerg. So, ich ziehe mich zurück. Das hat den Vorteil, dass jetzt eventuell auch mein Zwerg noch kämpfen kann. Ich würfel mit dem Zwerg. Oh ja, der hat eine 9. Das schafft er. 1, 2, 3, 4. Guck mal, jetzt habe ich hier vergessen, den Ork zu bestellen. Das macht aber nichts. Das kann ich ja hier nachträglich machen. In der App steht ja immer, wer wo steht. Ich muss jetzt hier nur zusehen, dass ich hier mit meinem Zwerg irgendwie da auf dieses blöde Feld komme. So, und der Zwerg greift mit dem Kurzschwert an. Der Zwerg hat natürlich nur 2 Würfel und macht einen Totenschädel. Jetzt muss ein Spieler für den Ork würfeln. An dem Ork dran steht immer wie viel. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Hier steht eine mal 2, also Würfel mal 2. Und wenn man den anklickt, kriegt man hier auch nochmal die Infos. Da steht dann Verteidigungswürfel, Angriffswürfel, Körperkraft und so weiter. Die Karten sind natürlich immer noch auf die App ausgelegt, also auf dem Handy. Deswegen ist das alles in so einem schmalen Format, aber die Karte ist zumindest jetzt größer. So, ich verteidige mit dem Ork. Nein, der hat kein schwarzes Schild. Ich klicke ihn an und gebe ihm einen Schaden. Die App erkennt automatisch, dass dieser Ork tot ist, da er nur einen Lebenspunkt hat und ich soll die Figur vom Spielfeld entfernen. Das tue ich. So, dann ist mein Zauberer dran. Ich würfel wieder, wie weit er sich bewegen darf. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Das langt leider nicht, um in den Kampf einzugreifen. Aber bewegen muss ich ihn ja trotzdem. So, dann ist der Barde noch dran zu guter Letzt. Der darf sich auch wieder nur 5. Da sind die sich wohl einig heute. Guck mal, den habe ich auch wieder nicht bewegt. Das ist schwierig, wenn man alleine damit spielt. Wenn man mit mehreren spielt, ist das einfacher. Die bewegen ihre Figuren einfach. Also ja selber. Und man guckt dann halt immer in der App, alles klar, wo willst du hin, da willst du hin. Und dann macht man das. So. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, genau. So, das passt. Ich bewege den dahin. Der kann genau zwischen die beiden. Und dann ist mein Spielzug beendet. Und ich starte Zargons Spielzug. Oh, der greift den Zwerg an mit 2 Schädeln. Ich habe nur 2 Verteidigungen. Ich würfel ein Schild, das heißt, ich verteidige ein. Okay. Dann markiere ich jetzt den Zwerg. Also ich kann auch außerhalb der Reihe den Zwerg einfach markieren und gebe ihm jetzt hier einen Schaden. So, jetzt starte ich aber wieder mit dem Barbaren. Der ist jetzt total sauer, dass sein Kumpel hier angehackt wurde. Aber kommt mit seinem Zweierpasch leider nicht weiter. Vor Frust geht er hier in den Raum rein. Aus Frust, nicht vor Frust, ne? Aus Frust natürlich nur 2 Felder weit. Und sucht hier nichtsdestotrotz nach Schätzen. So, in diesem Raum ist natürlich kein besonderer Schatz. Dementsprechend muss ich eine Karte ziehen. Und ich finde eine Potion of Defense. Die lege ich jetzt dem Barbaren mit zu seinem Kartenstapel. Wunderbar. Dann ist der Zwerg dran.
Der Zwerg dürfte sich zwei Felder weit bewegen, greift aber als allererstes den Ork an, mit einem Schädel. Der Ork versucht zu verteidigen, kein schwarzes Schild. Dementsprechend klicke ich den Ork an und gebe ihm einen Schadenspunkt. So, ich soll die Miniatur vom Spielfeld entfernen. Und der Raum ist klar. So, jetzt kann ich mit dem Zwerg noch zwei Felder weit laufen. Und der Zauberer ist dran. Völlig enttäuscht von dem, was sie verpasst haben, betritt er den Raum und öffnet die Tür. So. So. Ich habe das aufgestellt. Ich versuche mal, dass ich den Teil des Spielfelds ein bisschen schärfer kriege. Das ist ja echt nicht schön mit anzusehen. So, einen Moment. So, ich hoffe, das ist jetzt ein bisschen besser. Genau, ich habe den Raum aufgebaut. Es ist ein Goblin und eine Abnormität dazu gekommen. Ich weiß, viele stört das, dass diese Fimiere nicht mehr dabei sind. Mir ist das im Endeffekt völlig egal, muss ich ganz ehrlich sagen. Auch diese Fischmonster sehen toll aus. Klar, was sollen Fischmonster in einem Dungeon? Ist wohl irgendwie aus dem Lovecraft-Universum entstanden. Aber bei den Fimieren, da gab es rechtliche Probleme mit GW. Die haben nämlich immer noch Copyright auf den Namen. Und ja, meine Güte, es sind Modelle. Ne? Es sind ja auch neue Helden dazugekommen. Es ist jetzt schlimm, dass da jetzt neue Helden dazugekommen sind. Also für mich ist es eigentlich total toll. Ich habe mir sogar für das alte neue Helden ausgedacht. Hexenjäger, Kreuzritter, Paladin. Es gibt Fanpages, habe ich auch in den ersten Videos schon beschrieben. Vielleicht mal nochmal ein Video extra über die Fanpages und was ich da so gefunden habe. Für einen mobilen Dungeon, also dass man nicht mehr an dieses Spielbrett gebunden ist. Da haben einige das aus 3D nachgebaut. Ich habe jetzt nur ein Spielfeld aus Pappe gemacht, das aber auch schon sehr gut funktioniert. Und das ist dynamischer. Und neue Fähigkeiten, Erfahrungssystem für die Helden und so weiter. Also man sollte sich vielleicht nicht so, naja, verkrampft darauf nee, das ist falsch gesagt. Man sollte vielleicht seinen Horizont erweitern. Am Anfang ist es echt gut für Einsteiger, aber es ist schon richtig. Irgendwann sind die Regeln einfach zu simpel und man will mehr Action haben. Und da gibt es so viele Möglichkeiten mit diesem Spiel. Eigentlich bin ich zu dem ganzen Brettspielkram nur gekommen, weil ich dieses Spiel erweitern wollte. Ich habe mir Dark Souls, das Brettspiel, geholt, weil da so coole Monster drin waren, die ich halt auch gern mit einem Profil hierfür spielen wollen würde, die dann tolle Fähigkeiten haben, dass die zum Beispiel zwei Helden auf einmal treffen oder dass der Barbar eine Schwungattacke hat, mit der er dann alle Helden, alle Monster in einem Umkreis trifft oder solche Sachen. Oder wie gesagt, die Lanze, die es früher auch mal gab, die dann aus der zweiten Reihe irgendwie oder so zuhauen darf noch. Das, also es gibt ohne Ende Möglichkeiten und ich finde, dieses Spiel ist eine super Grundlage dafür. Okay, genug gesappelt, weiter geht's. Der Zauberer hat die Tür geöffnet. Ich hatte eine 7 gewürfelt und er ist 1, 2, 3, 4, 5, 6 Felder gelaufen. Nee, da hat er gestanden. 1, 2, 3, 4, 5 Felder gelaufen. Die 7 ist ja nur da, weil meine App hier ein bisschen spinnt. Und dürfte quasi noch den Raum betreten. Das tut er aber nicht. Der schießt jetzt knallhart aus der Tür einen Feuerball. Und das funktioniert folgendermaßen. Ich habe jetzt ja hier die Zauberkarten. Such mir die Feuerzauber raus, nimm den, auf Englisch heißt der Ball of Flame, in Deutsch heißt der, glaube ich, Feuerball, nimm mir diese Karte heraus, aber jetzt muss ich die nicht irgendwie würfeln oder so, sondern ich sage dem Zauberer, er soll eine Aktion machen. Und zwar soll er einen Zauber sprechen. So, dann muss ich jetzt zuerst die Kategorie auswählen, das ist dann Fire Spell, dann ist das, wie gesagt, der Feuerball. Und ich möchte Zauber sprechen. Jetzt muss ich das Wesen auswählen. Und das ist natürlich die Abnormität. So, und das ist so, bei einer 5, also er kriegt 2 Schaden und darf mit 2 roten Würfeln würfeln, bei einer 5 oder einer 6 widersteht er dem Schaden. Das heißt, er hat jetzt nur 1 Schaden bekommen und die App addiert in diesem Fall tatsächlich den Schaden auch automatisch hinzu. Der hat aber 2 Lebenspunkte und dementsprechend lebt er noch. Sehr bedauerlich für den Zauberer. So, der Zauberer, der ist hier hingegangen. Das muss ich natürlich auch noch machen. So, und jetzt könnte man hier halt so ein Totenschädel hier unter die Abnormität legen, damit man weiß, oh, der hat schon einen Schaden gekriegt.
Braucht man aber nicht, wenn man mit der App spielt. Die App triggert das ja mit. Jetzt ist der Bade dran. Und der Bade würfelt eine 6. 1, 2, 3, 4, 5. Der Bade könnte bis hierhin vorrücken und dann ist Schluss. Die Feuerballkarte muss ich natürlich abwerfen. Das ist ja leider so in dem Grundspiel. Ein Zauber einmal ausgesprochen, wird er abgeworfen. Das heißt, der gute Zauberer hat nur diese 7, 8, 9 Zaubersprüche pro Quest. Da gibt es auch Fanmade-Regeln für, die ich besser finde. Aber wir spielen hier jetzt ja das Original, also weiter geht's. Ich habe den Baden schon gesetzt, ich muss ihn hier in der App noch setzen. Ich sappel immer zu viel. So, da kommt er hin. Und dann ist der Böse wieder dran. Jetzt habe ich natürlich unheimliches Glück, dass die App so doof ist und zuerst den kleinen Goblin setzt. Der greift natürlich auch an. Auch der Zauberer hat ein Verteidigung von 2. Natürlich kein Schild. Ich werfe irgendwie keine Schilder mit diesen Würfeln. Man muss auch sagen, die Würfel sind ganz cool. Also die sind gut gemacht. Es ist eingraviert und dann angemalt. Ich habe aber auch einen Würfel, da sieht das echt nicht so schick aus. Da hat das nicht so gut funktioniert. Ich kann die ja mal versuchen, in die Kamera zu halten. Da sieht man das ganz gut. Und die sind sehr eckig, die anderen waren etwas mehr abgerundet und auf diesem Spielbrett ist das natürlich so, dass die mehr rutschen, als dass sie rollen. Ne? Also ich bin da mehr für so ein Würfelcase, wo man dann reinwürfelt. Und gut, wie gesagt, der hat mich getroffen, der hat mich verwundet. Jetzt muss ich noch warten, was die macht, die Abnormität. Die läuft einfach nur einen Schritt hier hin. Mein Glück. Ich aktiviere den Zauberer und gebe ihm einen Schadenspunkt. So, dann ist der Barbar wieder dran. Eine 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Der Barbar kommt nicht dran. Kommt auch nur bis hier. Das ist sehr ärgerlich. So. Und ja, ich weiß nicht, wie ihr es handhabt. Normalerweise geht es hier reihum. Es gibt auch Spiele, da ist es erlaubt, dass die Spieler sich aussuchen, wer wann an der Reihe ist. In diesem Fall wäre es natürlich total cool, wenn der Zauberer erst an der Reihe ist, noch einmal zuhauen darf und dann weggeht, sodass dann der Zwerg oder der Barbar ran kann. Ne? Aber in der Regel ist es eigentlich so, dass es der Reihe nach ist. Dementsprechend ist jetzt der Zwerg dran. Der kann jetzt hier leider auch nichts machen. Und doch, er kann was machen. Er kann hier nach Schätzen suchen. Da in diesem Raum kein Monster ist. Das ist auch ein bisschen merkwürdig. Also, naja. So. Ja, und wie sollte es anders sein? Natürlich ein streunendes Monster. Dann klicke ich hier unten auf diese Leiste und muss jetzt einen Ork platzieren. So, weil ich jetzt wieder so doof war und meinen Barbaren nicht gesetzt habe, ist das streunende Monster jetzt hier gelandet. Es taucht ja immer neben dem Spieler auf, der sucht. Gut. Und greift dann natürlich auch gleich an. Dementsprechend greift es den Zwerg an, verfehlt aber Gott sei Dank. So. So, ich platziere jetzt meinen Barbaren mal hier hin, damit ich das nicht wieder vergesse. So, der Zwerg hat seine Aktion gemacht, er kann dementsprechend auch nicht mehr angreifen. Wäre der Zauberer wieder dran, der macht jetzt seinen einen Angriffswurf, der hat ja den Dolch und hat nur einen, macht ein Schild, das bringt mir nichts und eine 5 und geht hier zur Seite. 1, 2, 3. So, den nehme ich mal zur Seite. 1, 1, oh, ist das ätzend. Ein, zwei, drei. Dann ist der Bade dran. Der Bade hat den Rapier und darf schräg auch durch die Tür angreifen. Mit 2 Würfeln. Ein Totenschädel. Der Goblin hat nur 1 zur Verteidigung. Das schafft er nicht. Und kriegt einen Schaden.